Hallo ihr Lieben, bevor das heutige Video beginnt, muss ich ganz kurz etwas in eigener Sache loswerden. Das große C sorgt dafür, dass die einen Menschen zwangsläufig mehr Tagesfreizeit haben und andere weniger. Da ich zu der letzteren Gruppe gehöre, wird es in den nächsten Tagen nur kürzere Videos geben können. Dafür aber auch alle zwei Tage. Nebenher werde ich natürlich auch weiterhin längere Videos machen, die, so hoffe ich, einmal in der Woche erscheinen werden. Und für diese kleineren Videos, die dann täglich erscheinen, habe ich ein ganz besonderes Thema. Ich möchte euch von Dingen erzählen, die es so auf der Erde eigentlich nicht geben dürfte. Es sind Funde, die darauf hindeuten könnten, dass Außerirdische bereits die Erde besucht haben oder sich gerade auf unserem Planeten befinden. Dabei möchte ich euch gerade die Funde vorstellen, die neben den berühmten Artefakten wie dem Vogel von Sakkara, der Bagdad-Batterie oder der Lendara-Glühbirne existieren und nicht weniger interessant sind. Und als erstes schauen wir uns einen Alien-Friedhof mitten im afrikanischen Dschungel an. Nach dem Intro geht's los. Der undurchdringliche Dschungel Ruandas birgt so manches Geheimnis. Das Spannendste darunter ist wohl der von den schwedischen Entdeckern bezeichnete Friedhof der Aliens. Diesen entdeckten das Team von Anthropologen nahe der Stadt Kigali in Ruanda, welches in Zentralafrika liegt. Zuerst hielten die Archäologen ihren Fund für die Ruinen einer altertümlichen Siedlung. Doch schon bald stellten sie fest, dass sie sich geirrt hatten. Der vermutete antike Friedhof hat nichts gemein mit den sonstigen Friedhöfen der damaligen Menschen. Es handelt sich hierbei um ein Massengrab, das unzählige Leichname seltsamer Wesen beinhaltet, deren Größe zu Lebzeiten mindestens 2 Meter ausmachte. Im wahrsten Sinne des Wortes ein riesiger Fund. Einige der Forscher vor Ort berichten gar von einer Körperlänge von bis zu 7 Metern. Doch bleiben wir mal auf dem Boden, denn auch eine Körperlänge von 2 Metern ist schon beeindruckend. 2 Meter ist nun nicht riesig, werdet ihr sagen. Doch bedenkt, dass noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Durchschnittsgröße eines Menschen einmal gerade 1,60 Meter betrug. Für die damalige Zeit wäre der Ausdruck Riese also schon recht zutreffend. Zudem sei das Skelett der menschenähnlichen Wesen, insbesondere der Schädel, mehr als ungewöhnlich. Man konnte anhand dieser Funde nämlich nicht erkennen, dass diese Wesen je eine Nase, einen Mund oder Augen gehabt hätten. Kurios ist auch der Umstand, dass das Alter des Friedhofs nur 500 Jahre zurückliegt. Nun ist dies aber eine, historisch gesehen, so relativ kurze Zeitspanne, dass zumindest in den Geschichten der benachbarten Völkern etwas von dieser Kultur zu finden sein müsste, auch wenn diese nicht aufgezeichnet wurde. Doch da ist rein gar nichts zu finden. Wie ein weißer Fleck auf der Landkarte entzieht sich dieses Volk der heimischen Geschichtsschreibung. Ein Indiz dafür, dass die Wesen, die in den Gräbern aufgefunden wurden, nur eine sehr kurze Zeitspanne lang existiert haben. Insgesamt fanden die Forscher mehr als 200 dieser seltsamen Wesen, die auf die bisher 40 aufgefundenen Gräbern verteilt waren. Auch die Todesursache dieser menschenähnlichen Wesen konnte bislang nicht von den Forschern geklärt werden. Einige mutige Beteiligte spekulieren aber schon eifrig. So waren diese Wesen Außerirdische, die in dem dichten Dschungel Ruandas vor einem halben Jahrtausend gelandet sind. Kurz nach ihrem Eintreffen wurden sie schwer krank und ein unvermeidliches Massensterben begann. Dieser Massentod ging dabei auf die Viren der Erde zurück, die überfallartig auf die Aliens hereinbrachen und deren Immunsystem nicht auf diese vorbereitet war. Obwohl die Geschichte sich sehr mit H.G. Wells Roman Krieg der Welten deckt, könnte dies natürlich die kurze Episode der afrikanischen Siedlung erklären und warum dieses Volk aus der Geschichtsschreibung ausgelöscht zu sein scheint. Zudem wird auch fernab vom afrikanischen Kontinent, nämlich in der Bibel, von den sogenannten Nephilim berichtet. Riesenhafte Mischwesen, gezeugt von göttlichen Wesen und Menschenfrauen. Dort heißt es, die Nephilim waren größer und stärker als Menschen.
Einige Präastronautiker gehen davon aus, dass diese göttlichen Wesen Außerirdische waren und ihre überragende Größe an ihre hybriden Kinder weitergaben. Fragt sich natürlich nur noch, wer die Wesen begraben hat. Und vor allem, wo ist ihr Raumschiff abgeblieben, mit dem sie im afrikanischen Dschungel gelandet sind? Zumindest dieses ließe sich nicht so einfach aus der Wildnis Ruandas löschen, wie aus den Köpfen der Menschen. Und jetzt seid natürlich ihr gefragt. Gefallen euch diese kleineren Videos, die dann alle zwei Tage kommen? Habt ihr Anregungen oder Ideen? Dann lasst mir diese doch in den Kommentaren da. Und wenn du neu hier bist und dir meine Videos gefallen, dann freue ich mich, wenn du mir ein Like und ein Abo dalässt. Bis zum nächsten Video.